Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Nochmal kurz das Mikrofon richten. Okay, gut. In der letzten Folge haben wir Monstro bisschen wütend gemacht, damit der uns ausniest und so. Und diesen komischen Tentakelboss erledigt. Jetzt kommen wir ab in die nächste Ebene. Ich habe jetzt Level 26 trainiert und ich glaube auf Level 27 kriegt man wieder neue Fähigkeit. Also ich weiß, ob man eine neue kriegt, weil ich habe schon aufgelevelt. Aber ab dann wieder resettet und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich habe noch vom Fernseher den Sound an, oder? Okay, weiter geht's. Mir hat es, glaube ich, jetzt nicht so geändert, mein Deck und so. Und jetzt müsste ja langsam mal wieder ein Boss kommen hier drin. Na, wir sind schon hier reingegangen, okay. Das war ja nochmal, überleg doch, woran du dich alles erinnerst. Bald fällt dir auch ihr Name wieder ein, okay. Ich glaube, das hat man schon. Oh, Entschuldigung, mal kurz aufgestoßen. Just as we intended. We'll continue with our plan. Let's see how far this group will go. You had your fun on the first floor. So this time, it's my turn. So, irgendwas kommt noch. I'm not going to just give it to him. Don't break him. Well, do I detect a soft spot? I'm not gonna break the toy. I'm not dumb. Don't forget. Sora is the key. We need him if we're going to take over the organization. I know that you're in on it too. But keep it under your hood. At least until the time is right. You would have been wise to have done the same, Larxene. Okay. Dann kommt jetzt Blondie. So, did anything back there help you remember your friend's name? Her name's the only thing I can't seem to remember. You gotta try. Hurry up and remember it. Unsere Helden, meine Damen und Herren. Und es kommt doch kein Bosskampf, was? Boah. Ist alles schon so dahin gedeutet. Okay, dann machen wir eben noch eine Welt. Ist nicht furchtbar, wenn jetzt einer auf der Zunge liegt. Wenn du mich fragst, sollst du schon bald, fällt dir der Name deiner Freundin schon bald ein. Ja. Guck mal, wie viel haben wir jetzt schon? Wir müssen eigentlich schon die Hälfte hinter uns haben, ne? Weiß ich nicht. Pff. Ja, ich glaube, wir haben nur zwei oder drei Karten übrig. Nur zwei, zwei, drei, fünf, acht, zwei, eine. Okay, fast. Dann ab nach Halloween Town. Das klingt sehr bescheuert. Ich kann nicht sehen, was für ein... Okay. Freestyle, singen geht schon mal gar nicht. Haben wir auch notiert, gut. Aber egal. Und wir haben sogar die Klamotten an. Was in der Game Boy Advance Version, glaube ich, nicht war. Oh, hier gefällt's mir gar nicht. Ich wette, wir müssen nur so von Geistern. Na und, wir haben auch schon... Was haben wir schon zu befürchten? Warum verlese ich mich bei Donut die ganze Zeit? Man erschreckt sich nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Ich meine, echte Geister können uns jetzt doch das Fürchten lernen. Wenn die uns erspähen, sind sie diejenigen, die schreiend davonlaufen. Meinst du wirklich? Glaub mir. Willkommen in Halloween Town. Da, ein Geist. Wow, das war der beste Schein, den ich seit Jahren gehört habe. Wenn du so leicht zu erschrecken bist, wird das ja ein Riesenspaß. Pardon, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack Skellington. Ich wohne in Halloween Town. Ich bin König der Albträume und Meister des Grusels. Wenn ihr jetzt also gerne richtig gruselig haben wollt, seid ihr hier goldrichtig. Wollen wir nicht. Momentan gibt es in Halloween Town eh kein, ein kleines Problem. Was für ein Problem? Naja.
So eins. Ja, das war Sora. Das war eine kleine Stimme los. Ja, gut. Mir ist vor kurzem ein paar Fakten bei dem Film Nightmare Before Christmas durchgelesen. Ich habe alle wieder vergessen. Ich jetzt eigentlich so drauf anspielen, aber dann fällt mir auf einmal ein, ich weiß gar nichts mehr davon. Ja. Ich glaube, ein, zwei neue Karten habe ich in mein Deck reingepackt. Boah. 8. Feuer. Blitz. Und noch mehr Gegner. Und die Viecher. Ich wollte nicht angreifen. Ich wollte nicht angreifen. Cloud, stutzt diese Pflanze. Oh. Man muss halt mit seinen Dings machen. Mit seinen Haaren. Ah. Besser. Ja, so wollte ich auch mal irgendwann rausnehmen. Oh, das ist Jack mit nur 2 Punkten. Mann. Ist das und den sehr gut nicht getroffen. Wurf. Ich konnte mir auch super Trinke in meinen Ding reinpacken. Ja, schon Stufe 2. Da habe ich genau gleich wie Donald. Supertank tut dann alle Karten nachladen, auch die, die nicht nachladbar sind. Also anscheinend tut Tank doch nicht alle Sachen, die er nachladen. Denn fertig. Gravitas. Super. Weil im Boden war, den Gravitas konnte ich nicht treffen. Das gibt's doch einfach nicht. Wie wenig HP wir haben. Wir sagen mal über Schallschock. 20 bis 23. Ja, diese Dinger habe ich bis jetzt sowieso nicht oft benutzt. Aber irgendwann mal. Irgendwann. Die Zeit kommt. Glaube ich. Was soll das? Warum hast du die Herzlosen gerufen? Habe ich gar nicht. Ich wusste lediglich, wann sie auftauchen. Eigentlich würde ich ja sogar liebend gerne loswerden. Die Herzlosen greifen nämlich Leute an, anstatt sie nur zu erschrecken. Warum sind sie hier? Nun, das gleiche wollte ich eigentlich Dr. Finkelstein fragen. Ich bin auf dem Weg in sein Labor. Kommt doch mit. So, was haben wir tun? Wir sollten ihm wohl lieber folgen. Das gefällt mir gar nicht. Wenn er uns direkt zu den Herzlosen führt? Bingo, du kannst Gedanken lesen. Das war bloß ein Scherz. Auf geht's. Er macht doch einen sehr gesunden Eindruck. Sora erlernt Terror. Ja, Simba Mushu. Mushu habe ich nicht. Und eine Itemkarte. Aber 2 Beschwörungskarten und Jack. Ich glaube, das werden wir in diesem Projekt nicht sehen. Aber okay. Bleibt mir ja bei den Standards hier. Diesen einen Angriff, wo wir Goofy durch die Gegend schleudern. Mit Donald. Das ist auch ein guter Angriff. Ich glaube, ich werde ein bisschen die Story vorantreiben, bevor ich wieder eine Trainingssession mache, weil dann kriege ich vielleicht ein bisschen schneller Erfahrungspunkte und so. Hi, tschüss. Viele kannten ja irgendwie den Film noch gar nicht, bevor sie die Welt in Kingdom Hearts gesehen haben. Ich gehörte zu den glücklichen Leuten, die den Film voll gesehen haben. Ich fand der voll gruselig. Ich glaube, ich war viel zu jung, als ich den gesehen habe. Ah. Cloud! Off. Ich habe schon zwar ordentlich Erfahrungspunkte bekommen in
Monstro, aber trotzdem, je weiter ich in der Story bin, desto mehr Erfahrung muss ich ja theoretisch kriegen, ne? Dann machen wir erstmal die Story ein bisschen weiter, damit ich auch effektivere Trainingssessions machen kann. Das heißt, heute mal ein paar mehr Aufnahmen. Aua. Kann erst warten. Aber wir müssen erstmal die Story auch vorantreiben. So ein blöder Dings, ja. Also alles kaputt machen. Ich würde mal gern Mogelshop finden, bessere Karten sind. Monstro habe ich auch mal einaktiviert. Ey, das. Aber da waren auch nur billige Sachen. Mit Dingen scheine ich sehr selten zu treffen. Eis. Mir aufgefallen. Cloud, mach irgendwas fertig. Sehr gut. Oh. Mit aufpassen dieser Klaue. Er kann doch locker abrutschen und sich aus Versehen ein Auge irgendwie ausstechen, während er seine Haare frisiert. So, gehen wir irgendwo hin. Können nur da lang, also gehen wir da lang. Ich hätte mal Bock auf eine Schatztruhe. Er ist sehr eintönig in dem Projekt, ich weiß. Ich so gut wie keine Dinges mache hier, keine Zufallskämpfe. Da verpasst man sowieso nichts. Ja. Ja. Mirakel mit Makel. Okay. Bambi. Eis und schon wieder zwei Karten und Jack. Zirkt doch alle werden geil. Stopp Karten nach und setz den Lars hier. Ah, okay. Ja, gut, dass ich noch kein Bambi habe. Ne? Oh, die Spoiler. Ich will noch nicht wissen, was ich für Karten bekommen könnte. Vitas Stufe 9. Kokobita, ist sie genauso, ist die Karte hier so broken wie das Schwert? Obwohl, ne, da war ein Nummer 2 von Halloween Town. Da muss ich hin, ich muss da hin. Gehen wir da ein. Ich hätte gern noch einen Schatz. Dun, dun, dun. Allein deswegen lohnt sich das schon. Im Monster habe ich noch keine Fähigkeit bekommen, glaube ich. Mal ausgehen versucht ein paar Tronier zu öffnen, aber hat irgendwie nichts gemacht. So noch 15 Sachen bekommen. Statt irgendwelche vernünftigen Karten. Und da waren viele Mogelpunkte und da war Magie. Vita. Ich glaube jetzt auch Vita, Stufe 9. Irgendwie ausgehen bekommen. So, da müssen wir lang. So, willst du meine Premium-Räume haben? Bitte. Verdammt. Da kann ich nur drei. Wo haben wir denn drei hier? Darf ich vorstellen, Dr. Finkelstein, der weltgrößte, das weltgrößte Genie. Oh ja, vielleicht bin ich ja zu clever. Ich fürchte, ich habe etwas Schreckliches erschaffen. Ah, was denn? Naja, ihr habt euch ja schon mal Gedanken über wahre Erinnerungen gemacht. Wie mein? Weißt du, mein Junge, unsere Herzen sind voller Erinnerungen. Aber nicht alle entsprechen der Wahrheit. Das Herz ist kein Aufnahmegerät. Selbst wichtige Erinnerungen wandeln sich mit der Zeit. Sie verzehren, verschwinden und hinterlassen einen Schatten dessen, woran wir uns erinnern möchten. Ist es das, was mit mir gerade passiert? Das passiert jedem. Manche Erinnerungen werden hässlich, andere umso schöner.
Wenn wir unsere wahren Erinnerungen finden würden, wäre die Welt völlig anders. Ich habe einen Trank aus Vergissmeinnicht gebaut, der unsere wahre Erinnerung zurückholt. Hat's geklappt? Nun, genau das ist ja das Problem. Als der Doktor an den Trank geschnuppert hat, tauchte überall Herzdose auf. Oh je, klingt nach einem gescheiterten Experiment. Nein, ich mache keine Fehler. Ich muss den Trank nochmal prüfen, um zu sehen, wo was falsch gelaufen ist. Aber leider ist er weg. Hat ihn jemand geklaut? Das war sicher Sally. Jack, du musst sie finden und mir meinen Trank wiederbringen. Mach ich. Kann ich bitte? Wozu? Ich möchte mehr über diese wahre Erinnerung erfahren, von denen der Doktor sprach. Super, machen wir uns auf der Suche nach Sally. Joink, Schlüssel der Fügung. Nehmen wir da auch schnell hin. Komm! Da. Geht mir aus dem Weg. Nein! Du Sack. Power. Komm her! Power! Power! Broforce! Was? Nein! Falsches Spiel! Schaut mal in dem Projekt nach. Werbung für mich, ja. Es ist keine Werbung, wenn es auf meinem Kanal geschieht, okay? Aber ja. Grufti, los! Sehr gut. Ist nichts getroffen. Boah. Duckt er sich einfach weg. Ganz das war Sturmlauf. Bodenlose Dunkelheit. Ach so, da bekommt ganz viele Herzlose, weiß ich jetzt nicht. Ja, schwierig. Schwierig sich so drei Wege zu merken, was? Da lang. Da lang, mein. Ich hoffe, in den Raum, in dem viele Herzlose erscheinen. Hier ist meine Schatztruhe. Oh mein Gott. Ich glaube, den Boss erreichen wir heute nicht mehr. Kurbita. Habe ich überhaupt ausgehend aufgelevelt? Ey, warum ist hier nichts? Danke. Ich glaube, ich zweimal Kartenpunkte und einmal AP aufgelevelt. Schon vernünftiges. 4. So, ach, hier ist das schon, oder? Kann auch nicht. War doch nicht so nah, oder? Was? Oh, jetzt muss ich da rum. Mein Gott. Die andere Seite ist das, Mann. Nochmal das Ganze. Erstmal mit dem Mogelshop. Und ab hier endlich mal bessere Sachen. Aber ich glaube, die kommen erst, wenn wir die erste Welle der Welten hier abgeschlossen haben. Ich weiß es nicht. Lasst mich. Komm. Alter. Warum hinterlässt er hier nichts? Ich will auch nur looten. Super Trank. Hier ist doch ein Kabelstab. Boah. Alles Dreck. Er war noch nicht. Aber dann recyceln wir mal ein paar Sachen. Ich hoffe, alles nur ein. Ja, ich weiß, ich bin Messi, was solche Sachen angeht. Ich muss halt von allen irgendwie was haben.
Und zwei Clouds reinpacken. Dann könnte ich den seine Dings, seine Fähigkeit hier einsetzen. Seine. Ist schon, wie viel kosten die? Ich meine, der reinpacke, wenn ich jetzt meinen Schatten durch mal rausnehme, dann könnte ich ja wohl jemanden da reinpacken, oder? Ein. Wenn ich den dann so an. Ich weiß es nicht. Soll ich noch weitermachen? Ja, ne? Wohl. Ich mache mir jetzt da einen Speicherpunkt und dann in meinem Part hier. War etwas kurz, aber was soll's. Schaffen wir schon so. Soll ich die Cutscene noch mal kurz anmachen? Ja. Gucken wir uns die Cutscene noch an. Oder? Na komm. 6, 7. Gott verdammt. Gott verdammt. Nimm hier. Keine Ahnung. 6. So. Mache dich auf. Für unsere Karten. Ja, zu zählen jetzt, ne? Da bist du, Yasuri. Dachte mir schon, dass du hier bist. Wer sind denn deine Freunde? Sie interessiert sich für wahre Erinnerungen. Du hast den Trank, oder? Ja. Gibst du ihn uns wieder? Wenn du darauf bestehst. Aber ich habe Angst. Der Doktor hat nur daran gerochen und schon sind die Herzdosen aufgetaucht. Das erzählt wohl erst, wenn jemand davon trinkt. Ach so, bitte? Was könnte spannender sein? Ich mache mir Sorgen, Jack. Gibt es denn keine andere Lösung? Keine Idee, Jack. Mir fällt nichts ein. Mir schon. Hör damit. Hör damit. Voll weggebodycheckt, meine Güte. Die arme Dame. Oh nein, der Trank. Oh, geht du schon wieder? Jack, wo bleiben deine Manieren? Ich helfe euch nur dabei, den Trank gut zu nutzen. Ihr solltet mir dankbar sein. Weiß noch einmal schnüffeln, tauchten die Herzdosen auf. Was soll passieren, wenn ich alles auf Ex trinke? Das wäre schaurig. Ah, Mann, Jack, gegen Oogie Boogie hast du eben keine Chance. Ha, Halloween Town wird schon bald Schmerz und Verzweiflung jenseits aller Albträume erleben. Schmerz und Verzweiflung? Oogie, du Monster. Los, Jack, wir müssen ihm nach. Und jetzt kommen Herzdosen, ne? Nein? Okay, gut. Er hat mir irgendwie den Tag ruiniert. Gut, dann kann ich ja jetzt den Part beenden und ich komme jetzt nicht am Speicherpunkt hier raus. Warum? Wo komme ich immer raus? Okay, dann würde ich sagen, ich beende jetzt hier ein Part. Also der nächste Folge von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ja, meine Güte. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.